Wann war denn das? Freitag? Donnerstag, Freitag? Irgendwo hast du den Dreh. Oh, ich muss eigentlich strollen. Mache ich jetzt aber nicht. Ja, ihr Lieben, das ist nun mal so. Wenn man YouTube-Videos macht, muss man auch mal pissen. Und was ist? Man hat keinen Eimer zwischen die Beine stehen. Schlechte Vorbereitung. Schlechte Vorbereitung. Plätscher, plätscher, plätscher. Scheiße. Irgendwie hat die Palette sich ganz schön festgebackt da. Ich bin jetzt aber unschuldig. Ja, ja. Waren Saale. Ich bin so unschuldig. Aber nur wenn ich schlaf. Jeffrey, steig mal im Hopper und guck mal, ob die Ladung gelöst ist. Ja, Moment. Ist mit O. So, drücken Sie für weitere Funktionen. Ach ja, ich habe ja das Lenkrad, aber ich kann da trotzdem O. Aber warum sind die ganzen Dollars nicht auf der Seite mit Droppes? Wo wird mir das dann angezeigt? Mach mal auf, ja, das wird oben angezeigt. Mach mal auf G, Geräte wechseln. Ach so. Und dann auf O, Ladung, Der Anhänger wird mir gar nicht angezeigt. Ah ja, okay. Nee, bloß oben als Dings wird sie angezeigt. Das wird mir nirgendwo angezeigt, weil ich das Lenkrad habe. Ich weiß nicht, welcher Knopf dafür zuständig ist. Ist fest? Ich drücke jetzt nochmal O. Ups. Also ich habe jetzt ausgewählt das Fahrzeug, aber ich kann den Anhänger ja gar nicht sehen hinter mir, ne? Nee, den siehst du nicht. Pass auf, dann bring die scheiß eine Palette weg. Und zwar ganz normal zum Hof fahren, geradeaus weiter und dann links ist Symbol 0. Zum Hof? Hinter der Tankstelle, rechts. Bei uns zum Hof? Ja, Richtung unseren Hof fährst du und dann, ja. Ich guck mal eben. Ich kann ja mal eben auf der Karte gucken. Ich habe nämlich eine Orientierung wie Nusshörnchen, würde jetzt Frenkel sagen. Und so viel zum Thema. Die Scheiße kippt ja um. Naja, eigentlich nicht. Oh, Leute. Oh ja, darf ich einen umfahren? Geradeaus. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur jemanden umfahren, aber das geht nicht. Okay. Das muss ich aber abbiegen, ne? Jo. Nee, durchs Dorf brauchst du gar nicht, hättest du über den Acker fahren können. Ah, das ist irgendwie eine Gewohnheit. Ich weiß auch nicht, warum ich immer nie über den Acker fahre. Ich darf nicht so schnell fahren, weil sonst dreht sich der Anhänger weg. Moment, hier war doch gerade irgendwas. Aber das war, glaube ich, keine Wolle. Sondern... Nee, das ist keine Wolle. Weil ich habe selber in meinem Spiel noch keine Schafe, deswegen muss ich das eben suchen. Komm mal mit. Ja, ich fahre hinterher. Mit unseren schönen Hopper. Ist aber ganz schön schnell. Ja. Darf ich das aber mit der Palette da hinten drauf? Wir dürfen alles. Wow. Und versucht, der Hopper nach links zu schwenken, hilft nur eins. Gegenlenken. Fährst du quer, siehst du mehr. Ja, genau. Also ich fahre jetzt mit über 100, ne? Mit der Palette hinten drauf. Oh, das passt schon. Und hier links auch. Boah, da ist irgendwas geflogen. Nee, doch nicht. Ja, scheiße. Ich glaube, jetzt weiß ich wieder. Hier hinten ist ein Feld, da kannst du reinfahren, dann ist er weg. Müsste so eigentlich. Jo. Ich glaube, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich bin. Ja, direkt am Hof. Ja, da ist das eine Feld. Hm. Da leckt's mir doch am Arsch. Wo
von hier rechts fährst du zum Hochhof. Ja, genau. Jetzt, machen wir die anderen beiden Paletten noch und dann gucken wir mal runter zu der Kühe. Es hat's gepimmelt. Ja, ich meine gebimmelt. Jetzt weiß ich Bescheid. Ja. Ne, ich weiß jetzt Bescheid. Alles klar. Wow, ist das geil! Leute, haltet euch fest! Ey, der Geo fährt! Das ist nicht gut. Ich hoffe, die haben alle Kotztüten. Weil ich fahre nämlich jetzt in der Dings, ne? In der Fahrerperspektive. Innenansicht. Oh, so schön. Ja, und dann auf YouTube. Rallye Paris-Dakar. Oh, mindestens 3 Leute umgefahren. Nur von der einen Hofzahn zur anderen. Bist du noch hinten reingefahren gerade eben? Ich hab das gar nicht mitgekriegt, weil ich auch nicht viel bin. Guck mal, wie ich stehe. Oh Mann. Reingerutscht! Moment. Aber wo? Ja, ins Auto irgendwie. Moment, ich dreh mich mal eben rum. Stell dich einfach gerade auf die Straße. Oder so gerade hin. So. Ja, gut. In der Zeit, du auflädst, sage ich den lieben Zuschauern, es geht morgen weiter. Weil ich muss nämlich eben für kleine Jungs. Bis gleich!